Wer? Bei Fix, wo kommt ihr denn her? Ihr gehört bestimmt auch zu diesen Schnüfflern, was? Oh, na, wartet, ich werd euch die Wachen! Überlegt euch lieber gut, was ihr jetzt tut. Wir würden es wirklich bedauern, euch wehtun zu müssen. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Bestimmt können wir uns irgendwie einigen. Ich nehme mal das. Ich kann doch dort draußen sehen, wie gut eure Absichten sind. Euer Zwergenfreund haut doch da draußen alles kurz und klein. Versuchen wir, ihn irgendwie zu überzeugen. Ich möchte Gewalttätigkeiten gerne vermeiden. Na, also sagt mir, warum ich nicht einfach die Wachen rufen soll. Überreden, Kuano, wollt ihr nicht lieber Ärger vermeiden und ungestört durchlassen? Wir möchten nicht, dass ihr verletzt werdet. Machen wir mal. So einfach ist das nicht. Ihr wisst nicht, wozu der Kommandant fähig ist, wenn man ihn hintergeht. Was könnt ihr mir dafür bieten? Okay, Die Chance auf ein neues Leben, mein Freund. Wenn wir hier fertig sind, wird euch der Kommandant nichts mehr anhaben können. Niemand wird euch dann noch behelligen. Das versprechen wir euch. Denkt ihr wirklich, ihr könntet hier einfach so reinspazieren und den Kommandanten dingfest machen? Ich glaube, ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Nein, das Risiko ist mir zu groß. Na, also sagt mir, warum ich nicht einfach die Wachen rufen soll. Wie wäre es mit einem kleinen Tauschhandel? Ihr erzählt uns, was hier vorgeht und wir lassen euch gehen. Also ich weiß doch nichts. Bei Travia, ich bin doch nur der Koch. Ich versuche doch hier nur über die Runden zu kommen. Ihr wirkt längst nicht so unschuldig, wie ihr tut. Versucht besser nicht, uns zum Narren zu halten. Ha, ihr elenden Strauchdiebe! Glaubt ihr, ich lasse mich von euch einschüchtern? Na, wartet! Ich hab's irgendwie geahnt, das wird nichts. Okay, dann muss es sein. Der Typ hat soeben gerade sein Todesurteil gesprochen. Wundervoll. Okay. Ich hoffe, die Wachen haben ihn nicht gehört. Aber ich glaube, die Hoffnung ist vergebens. Ja? Ja, ist nicht bewaffnet. Warum mache ich eigentlich mit ihm so viel Mühe? Ich hab doch keine Ahnung. Ja! Yeah. Komm schon! So. Oh, oh. Ach, jetzt kommen da schon Wachen. Oh, das ist... Autsch! Hol mir Nektus! Ja! Hol mir Nektus! So, der Koch ist död. Questgegenstand Burgturm. Schlüssel erhalten. So, wir konzentrieren uns wieder auf einen. Und ich würde sagen, das ist der hier. Der sieht scheiße aus, den machen wir fertig. So, ein Halt, Stopp. Am besten von allen Zaubern einen drauf. Wenn möglich. Ja. War ihr! Ich lasse ihn mal mit dem Bogen weitermachen. War ihr! Achtung! Oder warte mal. Dann machen wir das anders. Wir haben ja noch die. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt gut ist, sie dafür zu verschwenden. Ja. Komm schon! Komm schon! So auf den Sack, Kollege. Auf geht's. Ui, der ist ja auch schon ganz schön mitgenommen. Hier! Okay, da ist ja auch noch einer. So, wie sieht's denn aus? Kuano hat gerade einen gekriegt, aber ist nichts Schlimmes. Ist der tot? Ja. Das sieht sehr stark danach aus, als wäre der tot. So, dann der nächste, bitte. Blitzdichtfind zum Verwirren. Und dann der Rest vom Schützenfest voll drauf. Ich denke mal... Was? Das dürfte genügen. Naja, die kann wahrscheinlich gar nicht so viel. Und dann der Guano nochmal. Ich klicke schon wieder auf OBS. Ja. Komm schon! Oh. Komm!
Komm schon! Haha! Okay. Ja, ach, die sind nicht so stark. Hol den Nix hoch! Ja! Ach, guck mal, der Dachs hat die beiden da aufgehalten. Der stöhnt die ganze Zeit, weil ich Pause gemacht habe. So, pass mal auf. Ein Blitz, ich finde auf den. Dann ein Flammendings, dann ein Blitzdings und dann noch das Dings. Ei. Ja, wir machen das wieder. Alle auf einen. Weiche. War ihr. So, eine Bahnweiche oder eine Frequenzweiche? Weiche. Was? So, ja, ich schicke ihn mal einfach in den Nahkampf. Den Stiesel. Oh, er ist fast hinüber. Oh, ist das ein Bogenschütze? Nein, ja. Kuano, du machst erstmal den da unten. Damit. Und damit. Ja. Und damit. So. Aha. Das geht eigentlich ganz gut gerade. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Angst. Diese Musik. Da, 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 da. Also das Wildschwein ist ganz praktisch, muss man sagen. Es hat die da die ganze Zeit auf der Treppe im Zaum gehalten, muss ich mir merken. Coole Sache. So, hau rein. So. Ja, es sieht so aus, als hätten wir einen letzten Gegner. Also es läuft besser, als ich mich erinnere mit Vorgrim. Ja? Alter. Hätte ich das gewusst. War ihr? Ich mag den Schnüssel Kuano nicht. Nee, nee. War ihr? Was? Ich erinnere mich aber auch nicht so doll jetzt daran, als dass ich das sagen könnte. Wie das damals war. Komm schon! So. Jetzt der Häuse aus. Ach, unser Wildschwein ist weg. Das läuft nämlich nach einer Zeit auch aus. Also kriegt ein Loch. Und dann läuft es aus. Dying by the second irgendwie. So. Ja, schön viele Sachen. Weißt du, das nimmt mal. Das nimmt mal Feiris. Und dann nimmt den Verband. Der Honk wollte. Ich wollte gerade wieder Georg sagen. Der Koch ist schon ausgenommen aus irgendeinem Grund. Ja, kann man auch mal nehmen. Da liegt noch einer. Hm. Also, das hat Spaß gemacht. Hossa. Erstmal looten. Ja, die Verbände immer schön ins Inventar vom Honk. Mir fehlt hier eine Wache. Mir fehlt hier eine Wache. Wo ist die hingebackt? Ich habe keine Ahnung. Da ist aber noch Loot. Starker Schnaps. Deswegen sind die also so schwach gewesen, weil sie total besoffen waren. Die. Widerlich aus hier. Ja, mal hier rumgucken. Nur damit uns kein Loot entgeht. Gutes Loot tut gut. Kuano.
Quano. Quano, du alter Spiesel, komm mal her. Könntest dich vielleicht mal vergiften oder verbrennen lassen? Haha, hab ich's doch gewusst. Wird gemacht. Gläser der Erkenntnis. Ein seltenes und sehr wertvolles Kleinod aus thulamidischer Magie und horasischer Glasbläserkunst. Magiekunde 5? Ich weiß, wer das kriegt. Ich weiß, wer das kriegt. Also das soll ein Amulett sein. Das ist doch eine Brille, verflixte Axt. Nun. Magiekunde hoch. So, Freunde. Ich mach mal kurze Pause, bin jetzt wieder da und dann leveln wir einmal kurz und dann schauen wir mal, ob wir dem Vorgrim hier irgendwie helfen können. Also diese Wachen waren jetzt wirklich easy. Also bis jetzt. Huch, da ist er wieder, der Honk. Und Honk von Honkheim auf dem Bildschirm. Ja, ging ja wirklich gut bisher hier in der Zollfeste Tourstein. Ja, was skille ich denn jetzt mal? Ich habe natürlich immer noch vor, die Alchemie nach oben zu bringen. Oh, 8. Na, holla. Okay, dann können wir auch noch ein bisschen den anderen Kram skillen. Hier, Ignifaxius, Kugelblitz. Waffen wird wohl weniger gehen. Stäbe, nö. Wurfwaffen. So, und dann nein, Schmieden will ich mir jetzt nicht mehr beibringen. Weißt du, ich lasse ihm mal den Rest der Punkte. Immer schön Haken setzen. Ja. Oh, die hat ja gar nicht so viel gekriegt. Ja. Wie sieht es mit Waffen aus? Bogen geht nicht. Ist Dolche? Dolche Vita. Dann würde ich sagen, setze ich nochmal die Tierkunde hoch. Den Bogenbau. Überreden vielleicht auch nochmal. Das ist jetzt einfach nur für den Spaß. Ja. So unser horasischer Müllkopf hier. Nee, ist Mittelländer, kein Horasier. So. Fechtwaffen ist er gut. Wurfwaffen kann er auch. Ich werde ihn aber lieber Schlösser knacken und Fallen entschärfen. Hochleveln, weil das ist exakt das, was wir wollen. Selbstbeherrschung beherrscht dich mal. So, alles klar. Ist gegessen, ist gebonkt. So, ich weiß echt nicht, ob das jetzt schnell war, was wir jetzt hier gemacht haben, oder ob das eher langsam war. Und was da draußen auf uns wartet. Tür zu den Burgmauern, Schlüssel benutzen. So, raus hier. Bei Fex, das sieht nicht gut aus. Los, werfen wir einen Blick über die Brüstung. Da unten läuft Vorgrim. Die schießen auf den. Okay. Tja, diesmal hat es unser kleiner Freund wirklich geschafft, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Wir müssen sehen, dass wir es irgendwie bis zum Torhaus schaffen, wenn wir weiterkommen wollen. So, okay, der sitzt da unten und wird von oben mit Bogenpfeilen geschossen. Freundlicherweise haben die Wachen ihr großes Schießgerät direkt unter dem Fallgitter abgestellt. Wenn sie uns nicht bemerken, können wir ihnen eine kleine Überraschung bereiten. Ah, ich weiß, was er meint. Gut, aber auf dem Weg dahin müssen wir die Bogenschützen ausschalten. Vorgrim wird den Pfeilen nicht ewig ausweichen können. Alles klar, am besten wir stören die Bogenschützen nicht, solange sie von Vorgrim beschäftigt sind. So profitieren wir wenigstens von seiner Torheit. Nein, ich
bin lieb. Nun, fast wäre ich geneigt, ihn seine Torheit alleine ausbaden zu lassen. Aber ihr habt recht. Versuchen wir uns an die Kerle anzuschleichen und sie einen nach dem anderen schlafen zu schicken. Okay. Nun gut, schnappen wir uns die Kerle. Was passiert, wenn sie uns entdecken? Meint ihr nicht, dass die anderen Waffen es bemerken, wenn wir einem von ihnen das Licht ausknipsen? Nun, sie sind abgelenkt. Und diese Balliste da unten macht einen ziemlichen Lärm. Von Vorgrims Gebrüll mal nicht zu reden. Ich denke, wir haben eine Chance. Okay, was passiert, wenn sie uns entdecken? Dann werden sie uns angreifen. Also sollten wir das möglichst vermeiden. Andernfalls können wir nur hoffen, dass Vorgrim sie so in Atem hält, dass wir nicht gleich die ganze Bande am Hals haben. Na gut, schauen wir uns die Kerle. Wir eins über, sodass sie nicht mehr uns, sondern nur noch Sterne sehen. Aber wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir sie erwischen, während sie vom Zielen abgelenkt sind. Aha. Dieser kleine Wühler lässt sich einfach nicht treffen. Ich brauche gleich neue Munition. Ja, ich glaube, das Konzept kenne ich. Das gab's auch mal. War das bei Gott? Keine Pfeile mehr. Ich muss mal schnell Nachschub besorgen, Jungs. So, pass auf, die laufen nach hier hinten. Dann dürfen wir sie nicht angreifen. Er hat gesagt, wir müssen sie angreifen, wenn sie vom Zielen abgelenkt sind. Ja, erstmal gehen wir mal in den Schleichmodus. So, und jetzt. Diesmal erwische ich ihn. Bogenschütze niederschlagen. Ich hoffe, ich schaffe das in der Zeit. Mach. Bonk. Aber er sagt vorher, dass er Pfeile holen muss. Jetzt ist es zu spät, wegzurennen. Geil. So, gib her. Geil. Dieser Fühler lässt sich einfach nicht treffen. So, gleich kommt. Gleich neue Munition. Er braucht gleich neue Munition, sagt er. Okay, alles klar. Ich weiß, wie es geht. War das Gothic? Kann das dieser nicht Gothic 3? Stehen bleiben. Jetzt muss ich schon wieder neue Pfeile holen. Also es war auf keinen Fall Gothic 1, aber ich glaube, es war einer der Gothic-Teile, Gothic 2 oder 3, wo genau das gleiche Konzept, also irgendwelche Bogenschützen liefen immer irgendwo hin und holten Pfeile und man musste sie halt während sie gezielt haben. Mist, schon wieder vorbei. Mach, Honk. Mach hinne. Der Hund pickelt der Vorgrim lang. Ist das süß. So. Kabum. So, Lille. Dann, oh, sogar ein paar Pfeile. So, also da unten ist Oberzöllner Taschmann. Erinnert ihr euch an den Namen? Da unten, da pickelt der Vorgrim. Und wird von der Ballista beschossen und irgendwie sind hier oben noch Bogenschützen. Ja, drüben sind welche. Ich sehe sie. Wir gehen mal kurz aus dem Schleichmodus raus. Halt! Was ist jetzt passiert? Ja, ich bin im Seitenmenü von Windows gelandet. Moment. Ja, scheiß Facecam, Entschuldigung. So, kann man hier was klauen? So, nicht zu weit. Nur bis hier oben. Wir können uns komischerweise nicht sehen. So, ich versuche mal noch ein bisschen näher ranzukommen. Dieser kleine Hühler lässt sich einfach nicht treffen. Er braucht gleich neue Munition. Ich warte das so lange ab. Da unten, ja, Vorgrim. Warum kann dieser vermaledeite Zwerg nicht mal stehen bleiben? Jetzt muss ich schon wieder neue Pfeile holen. Synchronsprechen. Das sind Synchronsprecher, wisst ihr das? So. Ja, es ist eigentlich ziemlich einfach. Nicht besonders realistisch. Jetzt hab ich dich! Mist, schon wieder vorbei! Vorgrim! Guano, bleib weg! Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Da ist die Ballista. Schon
wiedererleben.